Schnell wieder eingestiegen nach dem letzten Mal, wo ich schnell wieder ausgestiegen bin. Hier eine neue Folge Let's Play City Skylines. Ich grüße euch dazu. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Entspannung hier auch auf dem großen Kreisel. Finde ich sehr gut geworden. Hier passt. Da wird es wieder ein bisschen voller, dichter Verkehr hier am Kreuz. Hier geht's überall. Hier stehen sie. An der Ecke. So, machen wir das mal so. Hier aber auch. Also es ist ein gesamtstauiges Problem. Warum steht ihr hier so heftig? Ich glaube, das ist ein Problem. Die kommen nicht anständig hier rüber, oder? Ah, es regnet. Okay, ich dachte mir gerade, irgendwas stimmt hier nicht. So. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht nutzt es ja der ein oder andere. Richtung Autobahn, das wäre sehr angenehm. Und dann müssen die vielleicht nicht mehr hier so außen rumfahren und verstopfen uns die Straße hier, was auch nochmal cool wäre. Dann fahren vielleicht hier über diese Nebenstraße drüber. Zum Teil, nicht alle, ne? Ist ja klar. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube nämlich, dass diese Zwischenstraße hier tatsächlich viel hilft. Ich glaube nämlich, die nimmt nämlich unglaublich viel Druck von der Straße weg. So, probieren wir es mal aus. Alter Spiel, jetzt geht die Sonne gerade auf und es ist furchtbar. Es schüttet wie aus Eimern. So, Wasser kommt auch. Der Verkehr will noch nicht so ganz. Der macht da noch nicht mit. Ich hätte es aber so gerne. Ah, da wird schon fleißig gelöscht. Okay. Jetzt haben wir unseren zweiten, also wir haben unseren Hauptflughafen, unsere Nebenflughäfen müssen wir jetzt langsam aber sicher noch einrichten. Und zwar hätte ich ganz gerne hier nochmal einen Airport hergebaut. Gucken wir mal, hier geht sogar einer rein. Den nehme ich so mit. Das finden natürlich die Anwohner jetzt nicht so cool. Aber ich hätte hier ganz gerne mehr Flugbetrieb über der Stadt. Das ist zu wenig, das ist einfach zu wenig. Hier fliegt ein Flieger. Ein Flieger. Da ist er. Fly away. Der landet, oder? Ist im Landeanflug. Hier muss mehr los sein. Der Betrieb ist zu wenig. Wo sind die Flieger? Jetzt drei Flughäfen hier bei uns. Und es kommen keine Flugzeuge. Warte mal, wir haben hier den Airport am Industriepark. Wir bräuchten irgendwie hier noch einen. Ich weiß es nicht. Oh, hier unten. Hier nochmal einen rein. Ah, können wir uns wieder nicht leisten. Die Dinger sind aber auch schweineteuer, muss man dazu sagen. Können wir uns gleich leisten. Möchte ich mal ausprobieren, aber das ist ein bisschen, scheint mir fast, als würde es zu lang sein hier. Wenn wir nicht reinbekommen, denke ich. Wobei, es sollte eigentlich reingehen. Das wäre natürlich auch total cool, wenn wir das jetzt so mal hinbekommen. Probier das mal. Hi-ja! Der geht! Okay.
die Ecke halt nicht mehr angeschlossen, aber was soll's. Solange da noch Strom fließt, bin ich eigentlich echt zufrieden. Schließen wir es halt irgendwie anders an. Hier unten rum kommt ja auch noch mal Saft ran. Dann schließen wir das hier mal ein bisschen einfach, ein bisschen pH-neutraler für den Flugverkehr an. Weil die Atomkraftwerke erzeugen halt auch Unmengen Strom, das müssen wir nutzen. So, weil dann haben wir nämlich den... Das ist bestimmt gesund, ja, wenn der da drin steht. Uiuiui, da kannst du gut fischen. Aber das ist jetzt auch ein geiles Teil, oder? Die Landebahn ins Meer. So. Schick. Gefällt mir. Finde ich optimal. Super mit den Atomkraftwerken im Hintergrund. Ah, ich weiß nicht ganz. Ich weiß nicht so ganz. Aber auch hier müssen wir natürlich eine Buslinie hinleiten. So. Wie schickt man denn die lang jetzt? Ach, die lass mal so lange fahren. So, zack, bum, bang. Sind die angeschlossen? So, Strömchen. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? So. Der Flughafen ist an, nimmt Betrieb auf und ist ein neuer Flughafen, genau neben dem hier eigentlich, aber trotzdem irgendwie voll zentral gelegen. Weiß jetzt nicht, hier warten tatsächlich viele, du. Ganz kurz, alter Schwede. Alter Schwede, sind es viele. Okay, wir brauchen noch ein Busunternehmen. Das kommt hierher. Weil ich habe so die Befürchtung, dass unsere Busunternehmen ein bisschen überfordert sind. Ha? Warten wir mal kurz, ob die Busse rausschicken. Weil hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt aber auch keinen. Mal gucken. Gut, im Zweifel hält man Busunternehmen, was auch gut ist. Ist auch wichtig. Ja, irgendwie fehlt es hier an Besuchern. Wobei unsere Busse tatsächlich ganz gut laufen, muss ich sagen. Aber ich sehe hier tatsächlich... Ach, da stehen ein paar. Na gut, hier ist halt eine sehr stauige Ecke, ne? Aber hier landen auch welche. 200 Passagiere bringen die Jungs. Gucken wir mal gerade. Ich muss mal ganz kurz schauen. Da ist der Tourismus. Ja gut, unsere Hotspots liegen halt hauptsächlich im Strauchpark, ein bisschen im Forestpark. Hainhöhen ein bisschen, aber nicht viel. Und dann halt natürlich im Zentrum. Also wir haben schon echt viel zu bieten eigentlich. Mittlerweile. Aber ey, insgesamt kann man nicht meckern, finde ich. Jetzt lass mal gucken. Okay. Dafür, dass das ein Randflughafen ist, ist der eigentlich ganz gut besucht. Vor allen Dingen, die Leute kommen halt überhaupt nullinger weg hier. Und hier geht halt auch nichts voran. Warum geht denn hier nichts voran? Wo ist denn hier das Problem, bitte? Wahrscheinlich die allgemeine Lage mit den Zügen hier. Das sollten wir ein bisschen anders lösen, glaube ich. Warte mal kurz, das müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten hinbekommen. So nicht.
So. Könnten wir das Problem nämlich ein bisschen einfacher lösen, indem wir die Leute hier gar nicht mehr so durchjagen, weil hier ist eh der Busbetrieb und so weiter. Gucken wir mal, ob sie es annehmen. Ich denke ja schon. Ich denke, dass dieser Verkehrsbereich hier massiv zunehmen wird. Was jetzt nicht schlimm ist, dann entlasten wir hier die Stadt auch ein bisschen. Gucken wir mal. Und sobald die Grün haben, müssten sie losfahren und ich hoffe, viele fahren hier nach rechts weg. Grün. Noch nicht. Noch nicht. Immer noch warten. Ich denke, die nächsten werden. Die nächste Ampelschaltung, da wird der erste auf jeden Fall rechts abbiegen. Ich gehe davon aus. Normalerweise täusche ich mich bei sowas auch relativ selten. Aber jetzt fahren sie nicht mehr. What? Ach so, weil da. Ja, weil da wieder alles voll Stau ist. Weil hier fehlt die Ampelschaltung, grüne Welle und so. Ja, gut. Deswegen geht hier auch nichts voran. Zu viele Querverbindungen. Und hier ist natürlich jetzt auch Panik. Ja, wir müssen schauen, dass der Verkehr hier wegfährt. Jetzt warten wir einfach mal ab. Zum Glück fährt hier die Tram noch relativ reibungslos durch. Ja, die können halt zum Teil auch nicht. Da fährt der erste ab. Ja, und die blockieren das Ding halt. Wir können das jetzt so lösen, indem wir einfach mal sagen, okay. Ah, können wir nicht, weil da die Tram durchgeht. Ah, es wird verrückt. Jetzt haben wir natürlich auch den Gehweg hier abgerissen. Das müssen wir auch noch fixen. Bloß, wo gingen die hin? Pass auf, wir machen mal Folgendes. Machen wir so. Angehobenen Gehweg. Schon haben wir hier einen relativ hohen Gehweg. Und du bist als Fußgänger hier aus dem ganzen Verkehrstrubel einfach mal draußen. Du hast hier deinen eigenen Gehweg. Das ist alles gut. Hier kann dich keiner zusammenfahren. Und unsere Autobahn wird hier endlich genutzt. Nimmt auch wahnsinnig viel Stress, glaube ich, von der Straße runter. Und erzeugt hier einen absoluten konfusen Megastau. Warum? Weil die hier nicht reinkommen. So. Bringen wir das ganze Ding mal zum Fließen. Auch wenn das jetzt im ersten Moment absolut nach Chaos aussieht. Es wird in dem Moment dann tatsächlich werden. Solange sich da im Kreisel wieder was bewegt, bin ich zufrieden. Was natürlich die Autobahn definitiv unter Stress setzt. Ihr seht schon, es löst sich so langsam dieser Knoten. Das ist so, ihr macht das und in dem Moment zieht sich der so langsam auf. Deswegen bin ich ein Freund davon, die... oh, jetzt geht's hier aber rund. Deswegen bin ich ein Freund davon, diese Verkehrsanbindungen aufzumachen. Ein Gebäude ist abgebrannt. Yay! So. Das bist du. Copy Shop. Genau, jetzt machen wir Folgendes. Wir legen das gleiche Ding jetzt hier nochmal drüber. Und zwar bis hier rüber. Da haben wir nämlich hier einen schönen Anschluss. Und lassen uns hier nochmal ganz kurz mit einer Pause. Bauen uns hier nochmal ganz kurz eine Autobahnauffahrt drauf.
Warte mal, muss ich die kurz wegmachen wahrscheinlich. Nein, so. Runter. Noch ein Stückchen. Ist zu weit runter. Okay, nehmen wir so. Ist gebonkt. So. Und da der Anschluss. Und da der Anschluss. Und da der Anschluss. Ich bin da jetzt relativ schmerzfrei im Augenblick. So. Dann kommt hier noch ein großer Kreisel her. Autobahnauffahrt und Autobahnabfahrt. Na, das wird zu weit. So, und die sechsspurige kommt von hier. Die ist jetzt natürlich nicht optimal. Und geht hier so drauf. Bam. So, lass mal wieder laufen. Ist eine neue Abfahrt. Bringt uns hier zwei Gebiete noch neu dazu, also quasi Nord des Gleises und Süd des Gleises. Können wir noch nutzen. Können wir auch an den Flughafen anbinden. Sehr interessant im Übrigen. Ja, und ihr seht schon, da kommt der Flug, der neue Flug rein. Ein Passagier will hier raus. Das wird vielleicht später mit dem neuen Flughafen noch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich mal gerade am Gucken. Da oben kreisen ein paar. Also hier der internationale Flughafen, der macht sich mittlerweile ganz gut. Der mag hier definitiv einige Flugzeuge haben. Hier hinten kommt noch was an, das ist auch schick. So, ich bin mal gespannt, ob diese Strecke hier tatsächlich auch noch genutzt wird. Ich kann es mir gut vorstellen, dass viele von der Autobahn hier runterfahren wollen. Genau, gerade LKWs, weil sie hier zu unserem Trade Hub fahren wollen. Finde ich auch sehr geil. Und darf auch gerne so genutzt werden. Gerade hier an der Bahnlinie ist natürlich dann auch so eine ähnliche Art Ampelschaltung bei uns. So, müssen wir nur noch anschließen, dass der Strom auch fließt. Genau, aber damit haben wir einen zweiten Ausgang aus diesem doch stark frequentierten Bereich geschaffen. Und siehe da, im Hauptbereich ist schon gar nicht mehr so schlimm. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Also sind ein paar Passagiere auf jeden Fall gelandet und hier kommen so unglaublich viele nach. Wir könnten das mit dem Budget ändern. Und zwar, ich habe alles bisher immer auf 100 gelassen. Und wir ändern das von den Bussen her. Nachts setzen wir einfach deutlich mehr Busse ein. Und ihr seht schon, schwuppdiwupp kommen hier Busse ohne Ende raus. Und verstopfen uns die Straßen. Die werden tagsüber aber wieder zurück wollen, ja. Das heißt, die Depots sind wichtig. Weil die werden jetzt in die ganze Stadt verteilt. Von hier aus. Das heißt, die fahren jetzt alles Mögliche hier an. Und müssen dann aber auch wieder zurück. Was okay ist. Zumindest im Augenblick. So, hier kommen die nächsten raus. Also es hört jetzt fast nicht mehr auf. Das wird ein ständiges Kommen und Gehen jetzt hier werden. Aber wir brauchen mehr auf der Hauptroute. Das bleibt uns jetzt einfach nichts anderes übrig. Ich möchte hier einfach, oder vielleicht machen wir es auch ganz anders, dass wir nicht so viele rausbringen müssen. Dass wir nur einen geringen Anteil zurückschicken nachts. Tagsüber. Dass wir generell mehr Beförderungen mit dem Bus machen. Und vielleicht auch mal nochmal die restlichen Fahrzeuge um 10% steigern. Einfach um den öffentlichen Nahverkehr nochmal ein bisschen hoch zu bekommen. So, nachts benutzen wir definitiv deutlich mehr Flugzeuge. Und Taxis setzen wir auf Maximum hoch. Genau, wir nehmen jetzt 24.000 ein. Mit dem öffentlichen Nahverkehr und geben 71.000 aus. Also das ist schon ordentlich. So, und jetzt haben wir hier einen Megastau erzeugt, weil alles voll mit öffentlichem Nahverkehr ist. Und die kommen hier nicht raus. Ja, das geht halt jetzt ein bisschen zu arg schnell gerade im Moment.
Das geht ein bisschen zu arg schnell. Ich bin ja froh, dass die meisten sich jetzt hier für die Nebenroute entscheiden. Was natürlich bei der Anzahl der Busse, die hier jetzt reinstopfen, ein bisschen schwierig wird. Aber es geht schon. Es ist in Bewegung. Das ist mir, reicht mir eigentlich. Tja, meine Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen einfach. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss. Tschüss.